Guten Abend, ich bin Obi Felten und das ist wirklich mein Jobtitel, Head of Getting Moonshots Ready for Contact with the Real World. Hoffentlich macht er am Ende ein bisschen mehr Sinn als jetzt. X heißen wir nur noch, früher hießen wir Google X und wir nennen uns eine Moonshot-Fabrik. Wir arbeiten an Projekten wie diesen, selbstfahrenden Autos, die gerade schon erwähnt wurden, Lieferdrohnen, intelligente Brillen, intelligente Kontaktlinsen, mit denen ein Diabetiker den Blutzuckerspiegel in seiner Tränenflüssigkeit messen kann, fliegende Windturbinen, CO2-neutraler Treibstoff aus Meerwasser und Internet von Luftballons. Heute Nachmittag war ich bei dem Forschungsgipfel des Stifterverbands und man stellte mir die Frage, kann und soll der Markt mehr zur Innovation beitragen? Und meine Antwort war sofort, ja klar. Aber dann war halt sofort die Frage, wie denn? Denn in vielen Unternehmen müssen heute die Innovatoren gegen Barrieren kämpfen. Wie können Unternehmen es schaffen, mehr Experimentierfreudigkeit an den Tag zu legen? Im Flugzeug aus Kalifornien las ich Herrn Klimmers Buch Digital Leadership, wo dieses Thema bei den deutschen CEOs auch immer wieder aufkam. Er zitierte beispielsweise Frank Appel, den Vorstandsvorsitzenden von der Deutschen Post, der sagte, man muss den Mitarbeitern hinreichende Fehlertoleranz zubilligen, um etwas voranzutreiben. Meiner Meinung nach liegt die fehlende Innovation nicht am fehlenden Geld, sondern an der Kritikkultur, die unsere Existenzangst verstärkt. Wir haben Angst davor, das falsche Projekt anzufangen. Wir haben Angst davor, dass das Projekt scheitert. Deshalb fangen wir gar nicht erst an. Wir haben Angst davor, unseren Stolz, unsere Beförderung, unseren Bonus oder gar unseren Job zu verlieren. Es ist aber ein Mythos, dass im Silicon Valley auch die Scheiternden zum Helden werden. Niemand will im Silicon Valley scheitern. Die Startup-Gründer, mit denen ich spreche, haben durchaus Angst vorm Scheitern, vor allem in der Anfangsphase. Aber es stimmt, dass wir in Kalifornien vielleicht besser mit dieser Angst umgehen können. Bei X arbeiten wir an Projekten wie selbstfahrenden Autos und fliegenden Windturbinen. Das sind höchst risikoreiche Projekte. Scheitern ist für uns also eine Realität, vor allem für die Projekte im Frühstadium, die ich leite. Wir definieren einen Moonshot bei X so. Wir fangen an mit einem großen, global relevanten Problem, von dem Millionen oder sogar Milliarden von Menschen betroffen wären, wenn wir es lösen können. Wir schlagen eine radikale Lösung vor, ein Produkt oder ein Service, der sich heute noch anhört wie Science Fiction. Und dann arbeiten wir an bahnbrechender Technologie, die es uns ermöglicht, in den nächsten 5 bis 10 Jahren diese Science Fiction in richtige Science und Realität umzuwandeln. Das erste Projekt, was noch älter ist als X, ist das selbstfahrende Auto. Das kam aus 2 Unis, aus Stanford und aus Carnegie Mellon. Und das Problem, was wir damit lösen wollen, ist primär erstmal Verkehrssicherheit, denn 1,2 Millionen Menschen sterben immer noch jedes Jahr auf der Straße. 94% dieser Unfälle sind verursacht vom Fahrer, Fahrfehler. Die radikale Lösung, ein Auto, was sich selber fährt, das weniger Fehler macht, das nie abgelenkt ist, das nie SMS schickt, das sich nie mit seiner Frau streitet und das nie betrunken ist. Im 20. Jahrhundert war dies eindeutig Science Fiction. Das ist hier wunderbare Bilder, das ist eine Werbung aus den 50er Jahren und da steht drauf, eines Tages wird unser Auto auf einem elektrischen Autobahn dahin fahren, die Geschwindigkeit wird kontrolliert werden von der Elektrizität. Was ich besonders schön finde an diesem Bild ist, dass die Familie Dominos spielt, denn heute reden wir alle davon, dass wir dann unsere E-Mail checken können oder die Kinder würden dann YouTube-Videos wahrscheinlich gucken. Und so sieht das heute aus. Das ist ein Video davon, was unser Auto sieht, wenn es die Straße entlang fährt. Autos waren früher rein mechanisch und nun werden sie mit Software gefahren. Und das ist eigentlich nur möglich, weil in den letzten 10 Jahren es viele Durchbrechertechnologien neu an den Markt kamen. Die Rechenleistung, die Sensoren, die Bilderkennung,
Die Bildverarbeitung und die digitalen Karten haben sich alle rasant entwickelt. Und nun sehen wir, wie in unserer Lebenszeit halt selbstfahrende Autos von Fiktion zu Realität werden. Und nicht nur X, sondern auch fast alle Autofirmen und eine ganze Handvoll von Startups arbeiten jetzt mittlerweile daran. Unser Autoprojekt ist gerade aus X rausgetreten als seine eigene Firma, die heißt jetzt Waymo und bereiten sich auf den Markteintritt vor. Alle neuen X-Projekte fangen in meiner Gruppe an. Sie heißt Foundry. Wir sind die Gründer und wir wollen innerhalb von 12 bis 18 Monaten oder wenn es geht noch schneller, entscheiden, ob wir weiter investieren oder ob wir das Projekt wieder schließen. Unser inoffizielles Logo ist ein Segelschiff, denn a ship well found, so hießen im 18. Jahrhundert die Schiffe, die ihre ganzes, die gut ausgerüstet waren für die Reise. Ich fange jedes Jahr mehrere neue Projekte an und ich mache jedes Jahr ungefähr die Hälfte von denen wieder zu. Ich gehe also ständig mit diesen Fragen um. Welche Projekte sollen wir machen? Welche lohnen sich weiterzumachen? Welche nicht mehr? Was passiert dann? Wie schaffe ich es, dass mein Team, meine Mitarbeiter ehrlich mit sich selbst und mit mir sind und scheitern dürfen? Dies ist ein wichtiger Teil der Unternehmenskultur von X. In meinen knapp 5 Jahren bei X habe ich ein paar Dinge gelernt dazu, wie man diese Angst zum Scheitern überwinden und den Mut zum Experiment finden kann. Und davon möchte ich Ihnen einige jetzt kurz vorstellen. Stellen Sie sich vor, Sie wollen einem Affen beibringen, wie er Goethe-Gedichte rezitiert, während er auf einer Säule steht. Womit fangen Sie an? Wo investieren Sie Ihre Zeit und Energie? Den Affen zu trainieren oder die Säule zu bauen? Man ist versucht, immer erstmal die Dinge abzuarbeiten, wo man weiß, dass man es schaffen kann. Dann macht man schnell Fortschritte. Aber es macht wenig Sinn, erst die einfachen Probleme abzuarbeiten, wenn dann im zweiten Jahr das Ganze an einem schwierigen Problem scheitert. Und je länger ein Projekt andauert, desto schwieriger ist es, sich von ihm zu trennen. Deswegen arbeiten wir bei X an den schwierigsten Problemen immer zuerst, auch wenn das sehr unintuitiv ist. Erst Affentraining, dann Säule bauen. Meine zweite Lektion war, dass es einen Riesenunterschied macht, ob das Team die Entscheidung selber treffen kann. Wenn bei uns ein neues Projekt anfängt, dann setzen wir Erfolgskriterien. Aber wir setzen auch Misserfolgskriterien, ganz klare. So dass wir nicht nur wissen, wie die Welt ausschaut, wenn wir es schaffen, sondern dass wir auch klare Einschätzung haben, woran das Projekt scheitern könnte. Und wenn diese Misserfolgskriterien erfüllt werden, dann ist die Entscheidung, das Projekt zu enden, viel weniger emotional. Und das Team kann diese Entscheidung selber treffen. Sie brauchen mich gar nicht dazu. Ein Beispiel hierzu, es war eines von meinen Lieblingsprojekten, das hieß Foghorn. Die Idee war, ein kohlenstoffneutrales Benzin herzustellen. Wir ziehen CO2 aus dem Meer, verbinden es mit Wasserstoff zu einem Treibstoff und wenn dieser Treibstoff dann im Auto verbrannt wird, in einem ganz normalen Motor, schließt sich der Carbon-Kreislauf. Das Foghorn-Team hat viele Herausforderungen gelöst, zumindest theoretisch. Sie haben zusammen mit Xerox PARC einen Prototypen gebaut. Ich habe ein kleines Gläschen Benzin auf meinem Schreibtisch in Mountain View. Unser Ziel war es aber, dieses Meerbenzin zum selben Preis herzustellen wie konventionelles Benzin. Oh, das ist ein Bild von dem Prototypen bei Xerox PARC. Sie sehen da der große Tank, da steht drauf Ozean, das war das Meerwasser. Das heißt also, technisch haben wir große Fortschritte gemacht, aber auf der wirtschaftlichen Seite sah es schlecht aus. Als wir das Projekt anfingen, kostete Öl ungefähr $100 pro Barrel, da oben. Als das Öl ankam bei $30 pro Barrel, beschloss das Team, sein eigenes Projekt zu beenden. Für diese tapfere Entscheidung habe ich dem gesamten Foghorn-Team einen Bonus gegeben. Als unser HR-Team davon zuerst erfahr, haben sie gesagt, was, du willst sie dafür belohnen, dass sie gescheitert sind? Und ich habe gesagt, genau, ich belohne sie dafür, dass sie diese Entscheidung selber treffen konnten, weil das ist genau das Verhalten, was ich belohnen will.
Sie präsentierten ihre Ergebnisse zu allen Ex-Mitarbeitern bei einem Ex-All-Hands-Meeting. Und sie wurden von ihren Kollegen für ihre Ehrlichkeit gelobt. Sie schrieben einen Artikel mit den detaillierten Ergebnissen, der hoffentlich bald in einer Fachzeitschrift veröffentlicht wird. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass Project Foghorn nicht tot ist, sondern nur tiefgefroren, denn vielleicht liest jemand unseren Artikel und findet irgendwas, was wir übersehen haben. Oder vielleicht werden irgendwann in den Benzinpreisen die wahren Kosten der Emissionen eingepreist werden, sodass Foghorns mehr Benzin konkurrieren kann. Zwei der Mitarbeiter wurden befördert in der nächsten Beförderungsrunde. Sie haben die Postmortem-Analyse aufgelistet als eine ihrer Leistungen. Sie schlugen neue Ideen vor, von denen zwei mittlerweile Projekte in meinem Team Foundry sind. Wenn bei X ein Projekt zugemacht wird, geben wir allen Mitarbeitern einige Monate Zeit, einen neuen Job zu finden. Da wir immer wieder neue Projekte anfangen, manche Projekte expandieren, haben wir es bis jetzt geschafft, die meisten Leute immer unterzubringen. Wir geben ihnen aktive Unterstützung aus unserem Recruiting-Team, also sozusagen Outplacement intern. Bis jetzt habe ich über sehr rationale Methoden gesprochen, die Lehren aus dem Misserfolg zelebrieren, persönlichen Beitrag, Bonus und Beförderung zu trennen vom Erfolg des Projektes, Hilfe bei der Jobsuche. Es ist aber genauso wichtig, mit der emotionalen Seite vom Misserfolg bewusst umzugehen. Dies kann mit Humor geschehen. Unser Rapid Eval, schnell Evaluierungsteam, sind die, die am Anfang des Prozesses ganz viele Ideen evaluieren. Huch. Ich habe es mir auf den Rücken geklebt, aber es ist trotzdem runtergefallen. Die bekommen für jede Investigation, die sie zumachen, einen von diesen Aufklebern. Das ist ein verkrumpeltes Papier. Und es ist eine Stolzsache, wer die meisten von diesen Aufklebern auf seinem Laptop hat. Aber wenn so ein Projekt zu Ende geht, geht das Team durch richtige Trauerphasen durch. Dies ist ein Modell von Elisabeth Kübler-Ross, einer Psychologin aus den 60er Jahren. Und ich habe festgestellt, dass dieses Modell extrem gut darauf auch zutrifft, was bei uns passiert. Es ist wichtig, diese Trauer ernst zu nehmen. Wir können die ersten drei Phasen, Verleugnung, Wut und Verhandeln, fast ausschalten, indem wir dem Team die Entscheidung selber übergeben, indem wir diese Kriterien haben, die ganz klar sind. Aber danach kommen trotzdem noch Depression und schließlich hoffentlich Akzeptanz. Im letzten November haben wir bei X Dia de los Muertos gefeiert. Eine lateinamerikanische Tradition, den Verstorbenen zu huldigen und ihren Tod zu betrauern. Es war eine sehr traditionelle Zeremonie. Wir hatten eine Parade, Tänzer, Trommler, einen Schamanen und einen Altar, der mit Hilfe von einem Künstler und Exern gestaltet wurde. Wir haben unsere Leute eingeladen, zu reflektieren und loszulassen. Sie trauerten um geliebte Personen, um gescheiterte Ehen, um gescheiterte Prototypen und gescheiterte Projekte. Sie brachten Gegenstände an den Altar. Sie trauerten und sie feierten und sie ließen die alten Projekte hinter sich. Hier ist nochmal meine Zusammenfassung von den vier Tipps, wie man die Angst überwinden kann und den Mut zum Experiment immer wieder finden kann. Ich hoffe, das ist eine kleine Inspiration. Vielen Dank. Good evening, everybody. It's a great privilege to be here. Es ist ein großes Privilegium, hier zu sein, und ich hoffe, wir werden eine aufschlussreiche Diskussion haben. Ich möchte ganz kurz die beiden inspirierende Leute hier auf der Bühne vorstellen. Obi Felten ist, glaube ich, in Berlin geboren und aufgewachsen, hat dann in Oxford studiert, Philosophie und Psychologie, ging kurz nach Berlin zurück, dann liebesbedingt und arbeitsbedingt nach London. Und dann kam der Sirenenruf aus Kalifornien, ursprünglich nur für 6 Monate,
Daraus sind jetzt fast 5 Jahre geworden. Wir haben alle gehört, das ist ein sehr spannender Job und sehr viel Excitement, aber Obi gibt zu, dass sie nicht nur erfolgsbedingt ist. Und als sie dieses Jahr in Deutschland verbracht hat, nach Oxford, kamen der erste, also negative Erlebnisse, oder Scheitern, was man Scheitern nennen musste. Und daraus hat sie irrsinnig viel gelernt. Und ich glaube, das haben wir schon irgendwie rausgehört. Willkommen zurück in Berlin. Und Markus kenne ich ein bisschen, aber der ist der Autor von einem sehr guten Buch. Das habe ich jetzt durchgelesen. Das sind 31 Interviews mit verschiedenen CEOs, auch Leute aus dem öffentlichen Dienst und aus den Gewerkschaften besonders interessant. Und das heißt Digital Leadership, wie Top-Manager in Deutschland den Wandel gestalten. Und Markus hat früher für McKinsey gearbeitet, der ist Politologe vom Beruf, dann bei Accenture und jetzt sind sie Spezialberater von Christian Kern in Österreich. Und Special Advisor, sagen wir auf Englisch. Und also diese Special Quality, das hat man schon rausgehört aus dem, was Obi vorgeführt hat. Die Frage heute Abend wird also sein, wie tragen wir diese Erfahrung nach Deutschland über? Können wir das überhaupt machen? Und ich also bin langjährige Beobachterin von Deutschland und erlaube mir die Observierung, die Bemerkung, dass, also Markus hat die Frage gestellt, wir hatten ein Vorgespräch, was kann man von euch in Kalifornien lernen? Also ich würde sagen, ist man überhaupt hier in der Lage, irgendwas zu lernen? Die Deutschen sind so Prozess-Heinis und versuchen wirklich alles zu perfektionieren, also nur noch ein Viertelmillimeter bei der Schraube und dann haben wir schon wieder ein neues Widget und können bis nach Sibirien fahren, um das zu verkaufen. Sehr erfolgreich. Was ja sehr erfolgreich und sehr mutig ist. Also nicht jeder fährt nach Sibirien, um Handel zu machen. Aber ist es überhaupt möglich, also solche Prozesse, wie Obi das geschildert hat, nach Deutschland rüberzutragen? Was glauben Sie, Markus? Also zunächst mal, mir ist ja von Annette die Rolle hier zugebilligt worden, dass ich heute sage, warum das alles in Deutschland nicht geht. Im Vorgespräch habe ich die Rolle an Sie übergeben, um zu beschreiben, was Deutschland alles nicht kann. Sehr nett, danke. Ich würde eher sagen, New York Times sieht Deutschland negativ. Mit den vielen Abonnenten, die Sie jetzt dazu gewonnen haben. Prima. Okay. Ich denke, just imagine, wenn die beiden Welten zusammenkämen. Deutschland war ja auch nicht immer so. In Deutschland ist ja doch viel erfunden worden. Vielleicht konnte SAP sogar nur in Deutschland erfunden werden, weil wir die ganzen Ingenieure hier hätten. Und ich will gar nicht sagen, was in Deutschland alles nicht geht, sondern wir haben in diesem Buch und zwei Leute will ich übrigens hervorheben, die im Publikum sind. Peter Pfannes, der Projektleiter, der mir geholfen hat, und Matthias Kammer, der Direktor des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet, die das eben begleitet haben. Das waren wunderbare Erfahrungen mit ganz vielen Vorstandsvorsitzenden in Deutschland. Wenn man mit denen jetzt das Gespräch neu führen könnte, nach dem, was du erzählt hast, würde das doch ganz woanders enden. Zunächst mal müssen wir sagen, Vorstandsvorsitzende in Deutschland in klassischen Unternehmen ist ja doch was anderes als eine Start-up-Kultur in den USA, im Silicon Valley. Und trotzdem, was ist eigentlich da drin von dem, was ihr macht mit den Moonshots? Was könnte man nach Deutschland rüberkriegen? Und nur um mal so ein Gefühl dafür zu geben, wie das Umfeld eigentlich ist. Wir haben es ja mit Leuten zu tun. Wir waren eigentlich frech, als wir die gefragt haben, Hand aufs Herz, Sie haben doch von der Sache gar keine Ahnung, Digitalisierung. Wie machen Sie sich eigentlich bewertungssicher? Wie finden Sie raus, was richtig ist für das Unternehmen? Haben Sie überhaupt die Leute? Wie ändert sich Ihr Führungsverhalten? Wie kann man einen Laden umbauen? Geht es eigentlich überhaupt? Und wir haben, denke ich, viele interessante Ansätze gefunden. Und ich finde es viel spannender, darüber nachzudenken, als das, was alles nicht geht.
Was könnte man lernen? Was wir gesehen haben, was richtig gut funktioniert in Deutschland, und das ist ja auch sehr ermutigend, eine neue Form von CEOs, von Vorstandsvorsitzenden. Nämlich nicht die Zahlenfrickler, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten hatten, Controller, die Vorstandsvorsitzende wurden, sondern eigentlich diejenigen, die erfolgreich sind, eben auch, weil sie nicht wissen, worum es geht, schaffen es, das Wissen, das im Unternehmen ist, in den Köpfen der Menschen zu mobilisieren und zielgerichtet zusammenzubringen. Das ist eine andere Form von Führung. Das können viele nicht. Und jetzt stelle ich mir vor, diese Teams, von denen du erzählt hast, mich würde ja interessieren, was sind denn das für Teams? Weil ich habe hier gesehen, je diverser die Teams, viele CEOs bauen sich sowas auf, den Widerspruch institutionalisieren, versuchen, Hierarchien, die in Deutschland ja wie einbetoniert sind in Unternehmen, über solche Teams, Start-up-Teams zu umgehen und sich entsprechend aufzuladen. Aber mich würde interessieren, was sind das für Teams bei euch? Welche Skills haben die? Kriegen wir die hier auch? Könnte man das in ein klassisches Unternehmen reinkriegen? Oder ihr habt ja viele Technologie-Geeks eigentlich bei euch. Du hast das vorhin so interessant auf den Punkt gebracht. Technology oder die Geeks had to learn to become a CEO. Also die mussten lernen, wie sie Chef werden. Wir haben Chefs, die müssten eigentlich lernen, how to speak technology. Also wie kriegt man eigentlich das, was jetzt durch Technologie sich verändert, ins Unternehmen rein? Also meine Frage auch, so als zweites Fragenbündel, wie macht man sich eigentlich Technologie bewertungssicher, wenn man das überhaupt nicht ist? Muss man das eigentlich sein? Weil es könnte ja auch sein, dass die Veränderung nicht immer von den Technologen kommt. Du bist ja auch keine. Ich bin auch keine. Ja. Also eine ganze Reihe Fragen, die alle beantwortet werden wollen. Okay. Gut, okay. Ich fange dann mal an, erstmal bei den Teams. Also als ich anfing bei Google, ich habe früher halt bei Google gearbeitet in London, dann fing als Manager an und es fiel mir sofort aus, dass man als Manager eigentlich überhaupt keine Macht hat. Also ich konnte keine Leute einstellen, dafür gab es ein Komitee. Ich konnte keine Leute befördern, das wurde im Komitee beschlossen. Ich konnte keine Leute rauswerfen, wir waren da sehr bedacht und haben einen guten, also sehr robusten Prozess dazu gehabt und so weiter. Und dann stellte sich halt für viele Leute, die aus eher hierarchischen Unternehmen kamen, ich kam aus einem Startup, das heißt für mich war das alles völlig okay, stellt sich dann halt die Frage, was ist denn überhaupt die Rolle von dem Chef? Ja? Und die Rolle vom Chef ist in so einem Unternehmen ist halt, man ist Coach, also versucht eigentlich über Fragen stellen, die Leute dazu Antwort zu bringen, anstatt dass man die Antwort selber gibt. Man ist Karrierecoach, also in meinem Team will ständig irgendjemand irgendwas anderes machen. Ja? Das ist, alle reden darüber, dass die Millennials alle 2 Jahre oder jedes Jahr einen neuen Job haben wollen. Das heißt, wenn ich die in der Firma behalten will, muss ich dafür sorgen, dass sie innerhalb von der Firma solche Chancen haben. Und dann geht es auch um Fokus. Also wir haben immer wahnsinnig viele Ideen. Und das heißt, wie können wir auf die Sachen fokussieren, die am wichtigsten sind. Also zum Beispiel bei X ist es halt wirklich, dass wir die schwierigsten Sachen zuerst angehen, wie ich kurz angerissen habe vorher. Das heißt, es ist eine ganz andere Rolle. Also ich gebe eigentlich sehr wenig vor und gehe sehr viel, verlasse mich sehr viel auf mein Team. Und das war lange Zeit, als ich Marketing gemacht habe oder Produktentwicklung gemacht habe, konnte ich mir immer noch sagen, okay, ich bin ja eigentlich die Expertin, das heißt, ich weiß immer noch, ob die jetzt das Richtige machen oder nicht. Oder wenn die Copy wirklich ganz schlecht ist, kann ich es nochmal umschreiben. Ja? Und das hat sich halt radikal geändert vor anderthalb Jahren, als ich anfing, bei X Ingenieure zu managen. Das war sowieso schon ganz strange, weil bei Alphabet, also sowohl Google als auch die ganzen anderen Tochterfirmen, sind die Ingenieure ganz oben in der Hierarchie. Ja? Und das heißt, dass jemand, der nicht Ingenieur ist, dann plötzlich Ingenieure managt, das ist so, das wäre bei Google passiert, das ist eigentlich fast nie. Und das erste Team, was ich übernommen habe, war nur Ingenieure, die von einem sehr erfahrenen Ingenieur geleitet wurde. Und der kam auch zu mir und der meinte sofort, was soll ich denn jetzt von dir lernen? Und
Dann habe ich ihn erstmal ausgefragt, so, ja, was hast du denn von deinem vorherigen Manager, wie hat dir denn geholfen und wo hat er nicht geholfen und so weiter und was sind dann deine größten Probleme? Und dann hat sich herausgestellt, dass die größten Probleme, die er hatte, waren überhaupt nicht technisch, weil er war ein sehr kompetenter Ingenieur. Die Techniksachen konnte er alles. Das waren alles Menschenprobleme. Das Team arbeitet nicht mehr gut mit diesem Team zusammen. Die haben unsere Idee geklaut und in einen Prototypen umgebaut und als ihren präsentiert. Die Anwälte machen unsere Verträge nicht schnell genug. Und das sind alles Sachen, mit denen ich sehr gut umgehen kann und mit denen ich ihnen helfen konnte. Das heißt, jetzt ist meine Rolle eigentlich immer so, diese Blockaden zu entfernen und nach oben hin zu filtern. Ja, das ist also wie so, manchmal komme ich mir vor wie so ein Regenschirm. Oder manchmal komme ich mir vor wie ein sehr teurer Router, dass ich eigentlich nur Informationen von einer Ecke in die andere schicke. Und das war also sehr interessant, dass halt irgendwie, ich glaube, 4 von meinen Ingenieurmitarbeitern haben mir gesagt, dass ich der beste Chef, die beste Chefin, die sie je hatten, was ich entweder so interpretiere, dass die Chefs von Ingenieuren, die andere Ingenieure sind, extrem schlecht da drin sind oder dass ich halt irgendwie es mittlerweile gelernt habe. Und dann irgendwann hat mir einer gesagt, ja, dass du gar nicht das vom Fach bist, das ist ja eigentlich kein Bug, sondern ein Feature, weil dann kannst du nämlich nicht versuchen, unseren Job zu machen. Dann habe ich gesagt, das stimmt. Jetzt sage ich, das ist kein Bug, sondern ein Feature. Also es ist doch ziemlich konkurrenzgeprägt, denke ich mir. Also wenn Sie erzählen von Teams, also da wurde eine Idee geklaut und so weiter. Aber du hattest viele andere Fragen, Markus. Ja, das war eine davon, wobei ich nehme natürlich mit, als, so wie du das beschreibst, wahrscheinlich der größte Engpass in deutschen Unternehmen. Das ist ja eine Common-Sense-Form von Führung, die du beschreibst. Und die haben wir möglicherweise nicht mehr. Das ist eine sehr hierarchische Form der Führung. Und so wie du das beschreibst, kommt es eigentlich gar nicht darauf an, eine Technologiebeurteilungsfähigkeit für sich selber herzustellen, sondern ein Umfeld zu schaffen, in dem sich das ergibt. Und das ist vielleicht der größte Flaschenhals, wenn man sich anschaut, wie deutsche Mittelständler oder große deutsche Konzerne funktionieren. Das andere, was mich natürlich interessieren würde, wenn ihr auf Deutschland draufblickt, ihr guckt euch ja auch an, wo ist was vergraben, wo gibt es kleine Schätze in diesem Land. Was empfindet ihr denn als die Stärken in diesem Land und wie könnt ihr auf diese, mit dem, was du beschrieben hast, hier möglicherweise auch fündig werden? Denn vorhin hast du so ein bisschen was über deutsche Standorte gesagt. Kam mir natürlich auch eine These, die wir im Laufe des Buches immer wieder diskutiert haben, wo für mich auch eigentlich ein Appell irgendwann rauskam an die Gründerinnen und Gründer in Berlin, Hintern hoch, raus aus dieser Stadt. Weil wenn du in Deutschland was bewegen willst, dann tut man das nicht im Umfeld von Berlin, sondern dort, wo die deutschen Stärken am prägendsten sind, nämlich in Dortmund, Krefeld. In Krefeld. Ja, das sagten Sie in Krefeld, ja. Ich sage in Dortmund oder in Ditzingen oder auf der Schwäbischen Alb. Und eigentlich muss man ja diese Welten zusammenbringen. Und ich hatte das Gefühl, dass ihr sogar dabei seid, diese Welten zusammenzubringen. Also ich habe vor 6 Monaten, war ich das letzte Mal in Berlin, und da sollte ich eine Rede halten, auch irgendwie, was kann Deutschland von Silicon Valley lernen. Ich komme mir immer ein bisschen komisch dabei vor, weil ich finde das immer, das ist eigentlich ein bisschen arrogant, wenn ich jetzt hier aus Silicon Valley zurückkomme und sage, ja, hier sind irgendwie die ganzen tollen Sachen. Und dann habe ich eine Rede gehalten, irgendwie, was kann Silicon Valley von Europa lernen und halt hin und zurück. Und eine der Sachen, die Europa halt sehr gut kann, ist langfristigeres Denken. Also in Silicon Valley, wir denken lang, 5 bis 10 Jahre, das ist für fast alle Leute in Silicon Valley unglaublich lange. Und sehr oft kommt die Frage, na, wann funktioniert es denn endlich mit den selbstfahrenden Autos? So als ob das irgendwie genauso leicht ist, wie irgendeine abzuschreiben. Und in Europa und gerade halt in Deutschland, gerade so im Mittelstand, denken die Leute halt nicht unbedingt in den nächsten 5 bis 10 Jahren, sondern auch mal in Generationen. Ja. Oder deutsche Städte haben seit Jahrhunderten es gelernt, wie man Millionen von Leuten in einem relativ kleinen Raum effizient bewegen kann. Ja? Also die amerikanischen Städte kennen eigentlich nur Autos. Und hier sind dann Transportplaner und Städteplaner immer denken darüber nach, wie kann man die ganzen verschiedenen Verkehrsmittel eigentlich zusammenbringen.
Aber was der Unterschied ist natürlich, was ganz interessant ist, ist, als wir die an den selbstfahrenden Autos sind halt alle Städteplaner interessiert zurzeit, ja. Und die aus Europa kommen dann zu uns und sagen, ja, wir schreiben gerade unsere Strategie für 2050 und wir wollen da jetzt irgendwie vorplanen, wie die selbstfahrenden Autos dann irgendwie mit den anderen Verkehrsmitteln zusammenpassen und so weiter. Und wir sollen ihnen dabei helfen, jetzt diese Langzeitvision zu entwickeln. Und dann kommt halt Phoenix, Arizona oder Austin, Texas und die sagen, ja, wir haben gehört, ihr habt ja jetzt so Prototypen, wir sind ja so eine technologieaffine Stadt und wir würden gerne, dass ihr das einfach mal bei uns ausprobiert. Und das heißt, denen ist es total egal, dass das noch Prototypen sind und dass es noch nicht fertig ist und so weiter. Und ich glaube, diese zwei Extreme machen beide eigentlich keinen Sinn, aber wenn beide ein bisschen voneinander leben, lernen könnten, ja, dass man nicht alles total vorplanen kann, aber dass man auch nicht einfach ausprobieren kann, wenn es noch gar nicht fertig ist, dass in dieser Kombination von den Kulturen ist eigentlich dann die Lösung von diesen wirklich großen Problemen. Und hier sind zwei von meinen Freunden, die ich schon seit Jahrzehnten kenne. Ich kann gar nicht mehr erzählen, wie viele Jahre, aber wir haben alle Austauschjahre gemacht, als wir 16 waren. Und genau diese Idee halt von diesem Kultur-Clash ist, glaube ich, für uns alle, die damals weggegangen sind und dann wiederkamen und es eigentlich noch fast schwerer fanden, zurückzukommen, hat unser ganzes restliche Leben geprägt. Ja, das ist durchaus verständlich. Ich habe auch in Kalifornien ein Jahr studiert und das hat einiges verändert. Aber es kam schon ein bisschen durch in dem Gespräch. Was Deutschland ausmacht, ist eigentlich der sehr starke Mittelstand. Und ein bisschen das Problem mit dem Mittelstand ist, dass also wenn die Geschäfte gut laufen, haben sie keine Zeit, um über Digitalisierung oder Modernisierung nachzudenken. Wenn die Geschäfte nicht gut laufen, dann gibt es kein Geld. Glauben Sie, Markus, dass die Mittelständler in Deutschland ihre Position in der Wirtschaft halten werden können? Und was müssten die machen, um das wirklich zu sichern? Gibt es Lehren aus Kalifornien oder ist man eher gut betaugt mit also Jahrzehnten und Jahrhunderten von Tradition in einer Familie? Was ich als Berater bei Mittelständlern immer toll fand, das sind ja in der Regel auch autoritäre Systeme. Da gibt es den Firmengründer, oft ist die Firma ja noch in der Familie. Und das hat viele Nachteile, das hat aber auch viele Vorteile, nämlich was Geschwindigkeit angeht. Die haben von typischen Beratern noch niemals dicke Endberichte akzeptiert, sondern entweder es gab was, was man gleich anwenden konnte, oder der Berater hatte keine lange Verweildauer. So, und dieses schnelle Klicken, da ist was Interessantes. Moonshots. Aber jetzt sind diese Unternehmen ja in der Regel, also auch wenn wir von Mittelständlern reden und die haben eine Milliarde oder zwei Umsatz, ist das ja nicht vergleichbar mit euch. Und so wie bei McDonnell Douglas eine DC-10 gebaut und das Unternehmen ist tot. Also insofern kann ein Moonshot ja auch dazu führen, dass er als Rohrkrepierer landet. Und da denke ich natürlich, dass es die deutsche, also die Kultur ist da. Und ich glaube, dass sie viel ausgeprägter ist in den Mittelständlern als in den Konzernen. Also das, was Sie beschrieben haben, Allison, das ist aus meiner Sicht das Konzernphänomen. Ja, so immer noch mal frickeln und noch mal frickeln. Also große Innovationen kommen eben halt auch von Mittelständlern. Aber dieses Moonshot-Problem bei den Mittelständlern, es ist zu groß, um es tackeln zu können von der Finanzierung her. Und in den klassischen Konzernen müssen sie für solche Riesenprojekte ja nicht nur das Management überzeugen, sondern auch Aufsichtsräte. Und das Durchschnittsalter der Aufsichtsräte in deutschen DAX-Konzernen ist auf der anteilseigener Seite fast 70. Das heißt, wir haben es mit Leuten zu tun, das Durchschnittsalter. Das heißt, dass die Aufsichtsratsvorsitzenden oft in der zweiten Hälfte der 70er sind. Und wir haben hier nochmal ein Phänomen, damit müssen die Mittelständler nicht so kämpfen. Die sind ja oft in demselben Alter.
Aber Erich Sixt hat in dem Interview bewiesen, dass es nicht eine Frage des Lebensalters ist. Denn ich glaube, diejenigen, die beim Gespräch dabei waren mit Erich Sixt, würden alle sagen, das war im Kopf der Jüngste oder einer der Jüngsten. Also insofern ist es nicht eine Frage des Lebensalters, aber wir haben es hier schon mit einer Lehmschicht in den Aufsichtsräten zu tun, die lebensaltermäßig so weit davon entfernt sind, dass die einzigen Hilfsmittel zur Digitalisierung die eigenen Enkel sind, mit denen man dann skypen kann. Und das ist natürlich weit entfernt davon, solche Moonshots zuzulassen. Und da interessiert es mich natürlich, wie kriegt man solche Leute daran? Wie bekomme ich das organisiert? Eigentlich brauche ich CEOs, die nicht nur im Unternehmen das orchestrieren, so wie du das beschrieben hast. Das ist auch etwas, wo ich denen, die die Kapitalseite repräsentieren, dazu bekommen muss. Und dann fanden wir wieder in dem Buch, was Mut gemacht hat, die zwei Gewerkschaftsführer, weil ich fand, dass viele der wagemutigsten und vielleicht sogar der moonshottigsten Bemerkungen von den Gewerkschaftsführern kamen, die sich auch einer amerikanisierten Sprache bedient haben, wie ich das als Berater nicht wagen würde, die von der neuen Consulting-Qualität der Gewerkschaft sprachen und dann sagen, bei Mittelständlern, so wie Sie es gerade beschrieben haben, sind die Auftragsbücher voll, keine Zeit, sind die Auftragsbücher leer, kein Geld für Digitalisierung. Und diejenigen, die dann eben die Übersetzungsleistungen in die Unternehmen reinbringen können, sind dann über die Mitbestimmung in den Unternehmen die Gewerkschafter. Und zumindest die beiden, das ist die IG Metall und die IG BCE, haben sich zur Aufgabe gemacht. Und ich glaube, das ist nicht nur Wortspielerei, auch von der Seite derjenigen, die in den Unternehmen arbeiten, das Thema Digitalisierung voranzutreiben und als Agenten in die kleineren und mittleren Unternehmen rauszugehen. Also insofern sehe ich da so viel Bewegung, dass ich schon zuversichtlich bin, was man alles hinkriegen kann. Aber es ist halt nicht Google, wo ein Scheitern das Unternehmen nicht kaputt macht. Okay. Also zu den Vorständen muss ich sagen, da habe ich ja große Hoffnung, weil es jetzt eine Frauenquote gibt. Das heißt, die müssen alle neue Leute in die Frauen, in die Vorstände reinholen und dann holen sie hoffentlich neue, jüngere Frauen rein. Dann werden die Vorstände auch wieder besser. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass die Mittelständler schneller waren, also zum Beispiel viel mehr zur Partnerschaft und zur Kooperation bereit waren. Also zum Beispiel bei den selbstfahrenden Autos kamen viele Teile aus Firmen, zum Beispiel Continental und VZ-Lenksysteme, die sind, glaube ich, irgendwo in Österreich und so weiter, als die großen Autofirmen noch gesagt haben, nee, mit Google wollen wir nichts zu tun haben. Das ändert sich jetzt erst langsam so, dass sie zur Partnerschaft bereit sind. Also viel pragmatischer und viel schneller. Mit dem Geld, das ist, glaube ich, so ein Mythos. Also das ist immer, das sagen alle Leute, sagen, wir können alle keine Moonshots machen, wir sind Startups, wir sind zu klein, wir sind Unternehmen, wir haben unsere Aktionäre, die großen Unternehmen und die kleinen Unternehmen sagen, wir können es uns nicht leisten. Also für uns ist es so, dass die Projekte am Anfang sehr, sehr billig sind und dass man experimentiert auf einem kleinen Rahmen. Und wir investieren eigentlich erst weiter, wenn wir das Risiko weiter gesenkt haben. Es gab zum Beispiel ein Projekt, die Idee war, mit einen modernen Zeppelin zu bauen. Weil die Idee von einem Zeppelin eigentlich für Cargo extrem gut geeignet ist. Also gerade zum Beispiel in Afrika, wo es halt Straßen noch gar nicht gibt oder weil die Straßen irgendwie verschlammt sind, ist die Idee, dass man halt sozusagen mit diesem Cargo-Schiff da drüber fliegt, ist sehr verlockend. Und funktioniert auch gut, wenn es davon sehr viele gibt, bloß die Kosten, den ersten Prototypen zu bauen, wären 200 Millionen Dollar gewesen. Das heißt, man kann nicht billig lernen. Und wir haben das Projekt dann aufgegeben, das war eine von unseren Rapid Eval Investigationen, weil wir gesagt haben, das ist zu teuer, also als erster Schritt im Lernen. Das heißt, wir wollen diese Lernprozesse schneller machen können und billiger sein. Klar kostet es sehr viel Geld am Ende, ein selbstfahrendes Auto zu bauen, aber am Anfang halt nicht. Am Anfang war das Team klein und am Anfang haben sie viel mit Teilen gearbeitet, die wir nicht selber erfunden haben, sondern sie einfach irgendwie zusammengebastelt haben. Deswegen, ich glaube eigentlich nicht, dass es am Geld liegt. Ich glaube, das ist echt die Gretchenfrage, auf die du gerade rausgehst, wenn ich sehe,
deutschen Unternehmen innovieren, so wie Sie es beschrieben haben. Die Schraube wird nochmal, ja, das ist gefahrlos und es kostet weniger und man kann es beurteilen. Das bringt aber niemals diesen Sprung auf die nächste Ebene. Ihr denkt größer, aber ihr kriegt das Risiko dadurch gemanagt, dass ihr eben am Anfang das Thema Scheitern, das ist der Affe von vorhin, nach vorne zieht. Also Scheitern, groß denken, aber nicht teuer scheitern. Und ich denke, das ist eben so ein Punkt, wenn man den reinkriegen könnte in die deutsche Unternehmenskultur, dann wäre echt viel gewonnen. Ja, also ich habe ein bisschen das Gefühl, ich meine, die Phrase, die kochen auch nur mit Wasser, kommt ein bisschen in den Kopf. Und ich würde gerne wissen, gibt es einen besonderen Typ, den man sucht als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bei euch? Ja. Also grundsätzlich sind wahrscheinlich mehr Optimisten als Pessimisten. Mhm. Ich beschreibe mich immer als skeptische Optimistin. Also das heißt, ich bin grundsätzlich optimistisch, aber ich will immer genau wissen, warum es auch schieflaufen könnte. Ja. Ne? Und ich bin sehr datengetrieben, also dass ich halt wirklich sehen will, ob dieses Projekt halt, ob es wirklich Sinn macht oder nicht. Und dann haben wir sehr, sehr breit das Team gestreut. Also auch im Vergleich zu unserer so Mutterfirma, also Google, waren sehr viele Software-Ingenieure natürlich und dann haben sie irgendwann Sales-Leute und Operations-Leute und Marketing und so weiter ausgebaut. Aber es war eigentlich dominiert immer von dieser Engineering-Kultur. Und bei uns waren erstmal die Ingenieure viel breiter gestreut. Also wir haben Mechaniker und Elektro und auch natürlich Software und jetzt Machine Learning und so weiter. Also schon das hilft, mehr Diversität schon, bei Ingenieuren. Genau. Schon. Also die, weil die zum Teil ja auch irgendwie nicht miteinander geredet haben. Und dann haben wir halt ganz viele andere Arten von Hintergründe mit reingeworfen. Also zum Beispiel für Project Loon, dem Internet von Luftballonsprojekt, da war die erste Testingenieurin, war gar keine Ingenieurin, die war, die kam aus dem Fashion-Bereich, also die hatte eine Lehre gemacht als Näherin. Und die hatte deswegen ein sehr gutes Gefühl für Material und wie man Material testen kann. Und genau das brauchten wir halt für diese Luftballons. Und es gibt in unserem Rapid Eval Team ist auch eine Frau, die war früher mal Feuerwehrfrau und Konzertpianistin. Also es ist eine unglaubliche Bandbreite. Ich habe gerade erfahren, dass unsere Policy-Frau, also die Regierungsbeziehungen macht für Project Loon, war Anti-Terror-Spezialistin und hat geholfen, den Südirak wieder aufzubauen nach dem Krieg. Und diese Durchmischung von diesen wirklich sehr diversen Teams, da geht es nicht nur um wie Männer und Frauen und ob Schule. Geht man hinaus in die Welt und versucht, diese diversen Leute zu finden oder kommen sie selbst zu Google, weil sie wissen, also da kommen sie selbst zu X? Es ist eine Mischung. Also gehen wir zum Teil wirklich bewusst raus. Also zum Beispiel, ich mache Reden bei Konferenzen, wo ich denke, dass ich diese Arten von Leuten finde. Ich habe zum Beispiel eine Rede gemacht bei Lesbians Who Tech. Und die Gründerin von Lesbians Who Tech hat gesagt, ja, ich habe es eigentlich gegründet, weil ich dachte, es gibt gar keine anderen Lesbians Who Tech. Ja, also das irgendwie. Und dieses Publikum war unglaublich interessant und unglaublich halt durchmischt. Und das heißt, ich gehe manchmal bewusst raus, aber viele kommen halt eben mittlerweile auch zu uns, weil wir diese verschiedenen Netzwerke mittlerweile aufgebaut haben. Und könnte diese Diversität bedroht werden, also wenn Trump zum Beispiel also weniger Visen ausgibt für, was weiß ich, Indian Software Engineers? Ja, also geografisch haben wir auch eine große große Durchmischung und sehr viele von uns, ich auch, sind auf dem Visa. Also ich war am Tag der Wahl, war ich in Berlin und ich wachte auf, habe noch gar keine Nachrichten gekriegt und dann habe ich eine SMS von meinem Mann gekriegt, die sagte, soll ich mich auf einen deutschen Pass bewerben? Und ich so, was? Also vielleicht müssen wir doch wieder nach Berlin ziehen, wenn ich rausgeworfen werde aus Amerika. Ja, na, also vielleicht ist das aber auch eine Chance für Leute hier, die, also alles größer aufzubauen. Markus, es gibt auch große Fragen, nicht nur wen nehme ich
sondern also wo werden die arbeiten? Spielt das eine Rolle? Muss man also versuchen, Berlin jetzt also mehr aufzubauen? Oder Sie haben schon ein bisschen davon gesprochen, aber oder dass man auf Dortmund zum Beispiel setzt. Neulich genannt Silicon Dortmund von dem US-Botschafter. Aber nicht von mir. Das haben Dem US-Botschafter, ja, ja. Der aus Kalifornien kommt. Also, wir können die Frage dann ja ans Publikum weitergeben. Ich sehe ja ganz viele aus der Gründer-Community hier in Berlin. Ich darf vielleicht 5 Minuten noch diskutieren und dann bitte schön Ihre Fragen. Ich finde ja, raus aus dieser Stadt, aber ohne die Stadt hier zu schwächen, weil wir sind ja froh, dass aus Berlin in den letzten Jahren sowas geworden ist. Mhm. Aber wenn man jetzt dieses Denken, das hier entstanden ist, diese Diversität, das sind ja alles nicht nur diverse Teams, sondern die sind ja auch oft mehrsprachig, sprich Deutsch ist ja die Zweitsprache geworden. Wenn man diese Teams durchmischen könnte mit den Weltmarktführern, die für Deutschland stehen und von denen ich auch glaube, dass kaum ein anderes Land die toppen kann, all die, die wir nicht kennen. Und wenn John Emerson, der bisherige Botschafter der USA von Silicon Dortmund spricht, finde ich ja toll, weil ich in meinem früheren Leben ein Projekt gemacht habe, wie man aus Dortmund aus einer altindustriellen Agglomeration eine Modernisierung der Wirtschaftsstruktur hinbekommen kann. Und ich sehe einfach die Stärken dort. Die Welten müssen zusammenkommen. Und was in der Regel schwer funktioniert, ist, wenn diese Unternehmen nach Berlin kommen und dann hier ja, was auch immer, was aufbauen. Oftmals ist das ja nur, um sich selber schon vorzugaukeln, dass man innovativ ist und dann ziehen die sich eine Latzhose an und schon soll das Unternehmen innovativ sein. Und insofern glaube ich, ich würde lieber den Latzhosenträgern von hier empfehlen, sich einen Anzug anzuziehen und sich Oberkochim bei Carl Zeiss anzuschauen. Sicherlich ein Campus, der mich mit am meisten begeistert hat, wenn man hinter 3 Tälern nicht glaubt, dass noch ein Tal kommt, dort kommt Carl Zeiss. Und wenn man sieht, was dort auf dem Campus los ist, wie es gelingt, dort tolle junge Leute hinzubekommen und an Moonshots zu arbeiten. Gibt es denn auch umsonst Essen? Also auf jeden Fall gab es dort ein klassisches Vorstandscasino. Ne? Also da wurde dann noch serviert mit Häubchen. Das genießt man ja manchmal als Berater auch, so ein bisschen Privilegien. Aber ich habe schon das Gefühl, da ist so viel draußen zu machen, wenn es gelingt, die Welten zusammenzubekommen. Aber diese Dependance in Berlin, die ja doch in dem Unternehmen selbst, wenn es in Bayern oder auf der Schwäbischen Alb sitzt, leicht interpretiert wird als diese Kostgänger. Ne? Wir verdienen das Geld, wir machen die Umsätze und die Latzhosen in Berlin geben es aus. Entweder diese Welten kommen zusammen oder wir werden es nicht hinkriegen. Und da gehört für mich jetzt auch eine Gegenbewegung. Das heißt aber auch, so wie du es beschrieben hast, die Führungsfähigkeit. Ich brauche Leute wie den Chef von Carl Zeiss, der einfach als Führungsperson so gut ist und sein Führungsteam so gut ist, dass er diese Leute dorthin bekommt. Und die sind dann auch noch glücklich. Der eher aber lenkt, als wirklich patriarchalisch führt. Das ist kein Patriarch im klassischen Sinne. Aber ich habe auch Patriarchen gesehen, bei denen es geht, wenn es so eine. Das sind ja in der Regel Männer. Also diese Patriarchen, viele Frauen gibt es da ja nicht. Wenn es so eine Art väterlicher Mentor ist, kann sowas tatsächlich auch mal funktionieren. Ich würde den Erich Sixt als sowas interpretieren. Also auch in patriarchalischen Verhältnissen geht sowas. Aber für mich kommt die nächste Welle der Innovation eben, dass wir diese Durchmischung hinbekommen. Nicht Berlin ist cool und Oberkochem, ihr wisst ja gar nicht, wo das ist, gibt es zu. Und wenn wir diese Welten zusammenbekommen, dann bin ich absolut sicher, dass man auch nicht nur keine Angst haben muss vor anderen, sondern genau das, was du beschrieben hast, lernen kann. Dann ist es vielleicht auch für Führungspersönlichkeiten wie dich wieder spannend, in dieses Land zu kommen und hier was zu bewegen. Aber diese Breite von den Standorten ist genau ein Problem. Ne? Also wenn ich jetzt hier eine Dependance aufbauen wollte, 1999 habe ich bei eToys gearbeitet in London. Das war ein Startup, wir haben Spielzeug verkauft, wie Amazon Bücher verkauft hat damals. Und dann habe ich Deutschland aufgemacht und das Erste war erstmal, ich war brave Beraterin, habe ich erstmal eine Standortanalyse gemacht und habe beschlossen, in Berlin gibt es nichts und da will auch keiner hinziehen. Und ich war 28 und habe dann gesagt, okay, ich
gehe jetzt nach den Daten und die Daten haben gesagt München. Und dann habe ich echt in München die Firma aufgebaut, total bescheuert. Alle meine Freunde waren in Berlin und es hätte ein Drittel so viel gekostet. Ja. Also im Nachhinein hätte ich es lieber in Berlin machen sollen. Aber damals war halt eben wirklich niemand hier. Das kam eigentlich erst, als eBay dann eine Firma hier in Startup Alando gekauft hat, ne? Und in Dreilinden aufgemacht hat, was also auch nicht richtig Berlin ist eigentlich. Und das heißt, ich habe eigentlich diese Entwicklung von dieser Startup-Szene in Berlin dann über die Jahre verfolgt, war auch relativ aktiv in der Londoner Startup-Szene, habe da Campus aufgebaut für Google, das war also das Entrepreneur-Zentrum in Ost-London. Und ich finde es total faszinierend, dass halt eben das jetzt richtig hier passiert ist. Aber für uns natürlich, wenn ich jetzt hier X aufmachen würde, Berlin ist halt eher noch Medien und Apps und halt so Digitalgeschäft, während wir machen ja Hardware und eigentlich sind eher viel näher an der Industrie. Aber wo gehe ich dann da hin? Ne? Die Unis sind überall und die Firmen sind auch überall. Was für mich halt auch interessant ist als an Deutschland, ist, dass unsere Projekte kommen eigentlich von überall her. Also einige sind wirklich Ideen, die aus dem Team kamen, also zum Beispiel Project Loon, das mit den Luftballons, das war wirklich eine Idee von einem von unseren Ingenieuren, der sagte, ja, vielleicht könnte man das ja mit Luftballons machen, Internetzugang für die ganze Welt. Aber viele sind auch gar nicht aus interne, also zum Beispiel die Kontaktlinse für Diabetiker, das war ein Projekt an der Uni in Washington, denen das Forschungsgeld ausgegangen ist. Sie hatten einen sehr primitiven Prototypen gebaut, aber eigentlich nichts, was jetzt eine Firma gekauft hätte. Und sie kamen dann zu X und haben 3 oder 4 Jahre noch weitergearbeitet an dem Projekt und haben es dann in ein Stadium gebracht, wo sie dieses Konzept verkauft haben an Novartis. Und das Interessante daran war, dass Novartis hat eine Kontaktlinsengruppe und hat eine Diabetesgruppe, war aber nicht in der Lage, diese 2 Sachen so zu verbinden, sind aber natürlich für uns jetzt der ideale Partner gewesen, denn wir können zwar Prototypen bauen, aber wir haben eben halt keine Ahnung davon, wie man wie man Millionen von Kontaktlinsen herstellt und die Prozesse dabei optimiert. Da sind wir nämlich ganz schlecht drin. Das heißt, am Ende des Prozesses partnern wir immer gerne mit diesen traditionellen Unternehmen, die sehr gut das können. Das ist eigentlich eine sehr gute Partnerschaft. Und andererseits weiß Novartis auch genau, wie man ein Diabetikerprodukt an den Markt geht, wie man dann Ärzte verkauft, wie man durch den FDA-Prozess durchkommt und so weiter, wofür wir halt eben auch keine Ahnung haben. So, ich würde sagen, es wäre sehr interessant zu hören, was Sie für Fragen haben oder Anregungen. Ich bin diejenige, die entscheiden wird, wer bekommt das Mikrofon. Also bitte. 1, 2, 3. Also zuerst der Herr in der zweiten Reihe. Hallo, Lutz Prechelt, Freie Universität Berlin. Herr Klimmer, was ist denn Ihre Erwartung, wie es sich entwickeln wird? Was? Diese Innovationskultur in Deutschland. Also wir haben die starken Firmen und die haben diese kulturellen Probleme und sie haben ja offenbar ein Problembewusstsein. Und jetzt? Ich würde sagen, wir nehmen gleich 3, sammeln. Also Sie hatten auch eine Frage, im blauen T-Shirt. Eigentlich sogar 2, wenn es geht. Das erste wäre, ich glaube auch, dass den Konzernen nicht das Geld fehlt, ja, weil die Post zum Beispiel und die Deutsche Telekom haben in dem E-Postbrief und die Mail beide mindestens 1 Milliarde versenkt, ja, auch wenn sie das versuchen, ein bisschen zu schattieren. Und da würde mich interessieren, also was ist da halt in der Budgetierung natürlich auch, denke, der deutschen Konzerne zu ändern? Also das wäre das Erste als Frage. Und das Zweite wäre, was ich im Silicon Valley mal erlebt habe, was in Deutschland nie passieren dürfte und passieren würde, ist das Knowledge Sharing. Also Leute wechseln sehr schnell die Konzerne oder Unternehmen und erzählen auch ganz offen, ach, hier ist die Präsentation, was wir gemacht haben, hier ist der Code, den ich mitgebracht habe aus der alten Firma. Also fehlt das teilweise hier? Also ich kenne Firmen, wo das so gelaufen ist. Also, fehlt das vielleicht in Deutschland? Gut, und da war... Das waren doch schon 3. Mehr können wir uns ja gar nicht merken. Okay, alles klar. Das waren schon 3 von einer Person. Also 2 könnte ich, ich fange mit... Okay, machst du die erste Zahl und ich mache die dritte. Wo geht's denn hin? Also ich
Ich bin ein Schüler von Peter Drucker. Also der hat einfach gesagt, die Zukunft ist, also der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist sie zu gestalten. Und deshalb bin ich nicht ein Fan davon zu sagen, oh, das wird so und so, sondern ich will eher verstehen, wie kriegen wir es denn hin. So, und ich glaube, dass wir dieses Talent haben. Wir haben in Deutschland vielleicht nicht 2 Brains and a Billion of Venture Capital. Das sind ja so die typischen Wege, wie man große Firmen in den USA hochgezogen hat. Wir haben hier produktionsnahe Sachen. Das, was Allison beschrieben hat, das ist deutsche Realität und ich finde es oft eine Stärke, diese Frickelei. SAP konnte nur in Deutschland entstehen, so eine Software, weil nur deutsche Ingenieure konnten sich sowas ausdenken. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, wenn wir es hinkriegen, diese Kulturen zusammenzukriegen. Wir sprachen vorhin über die starken deutschen Standorte. Es wird einige im Raum freuen und dann fiel eben Karlsruhe, Aachen, Darmstadt, Braunschweig. Da habe ich auch am liebsten die Leute her eingestellt. Also insofern, wir haben echt starke Standorte in Deutschland, die sich echt nicht schämen müssen. Und wenn es gelingt, diese Welten zusammenzukriegen, dann bin ich echt optimistisch. Das heißt aber auch, dass wir eine andere Form von Führung, von Chefs brauchen und das sind dann eben nicht die großen Zampanos, die können ja in den Startup-Unternehmen sein, die wissen ja, wo es lang geht. Aber wenn wir in den großen Unternehmen eben nicht wissen, wo es lang geht und der Chef weiß es als Letzter, dann finde ich, dann gehört echt eine Form von Führung dazu, die bestimmte Leute in Deutschland haben und dann gelingt das auch. Das ist für mich der viel größere Engpass, als zu glauben, es wäre Technologie oder irgendwas. Es ist Führung und wir müssen es überwinden, dass vorhin habe ich so die Zahlenfrickler genannt, das ist ja eine Entwicklung, die wir überall auf der Welt hatten, Shareholder Value und schon wurden die Finanzvorstände Vorstandsvorsitzende. Aber vom Finanzvorstand kriege ich keine Innovation. Da kriege ich höchstens ein Spreadsheet, wo ich die messen kann. Also insofern haben wir schon 2 Jahrzehnte Unternehmenskultur, die durch viele MBAs, ja sitzen ja welche im Raum, die durch MBAs verstärkt wurden, die dazu geführt hat, dass wir Unternehmen aus der Sicht des Shareholder Values gesteuert haben. Und heute brauchen wir eben andere Führungskräfte, die in der Lage sind, das zu mobilisieren, so wie du das beschrieben hast. Das sind diverse Teams, da hat Berlin einen Anfang gemacht, aber das müssen wir halt jetzt in die Provinzen reintragen in Deutschland. Mhm. So, und die zweite Frage war Budgetierung. Also ich glaube nicht, dass das ein Budgetierungsproblem war, ob das der E-Brief ist oder manch anderes, sondern das ist genau das, was du beschrieben hast, nämlich diese, jetzt haben wir es beschlossen, jetzt müssen wir es auch machen. Ne? Und dann geht da nochmal 100 Millionen rein und nochmal 100 Millionen rein und der Vorstandsvorsitzende steht natürlich selber dahinter. Also muss man das, anstatt sich frühzeitig billig einzugestehen, dass das so nichts wird, oder man vielleicht zu früh ist. Ich glaube ja sogar an das Phänomen vom E-Brief, aber die waren vielleicht ein paar Jahre zu früh. Also ist es nicht eine Form der Budgetierung, sondern wieder der Unternehmenskultur, wie man es hinkriegt, nicht einmal so richtig deutsch. Jetzt ist beschlossen, die Innovation ist beschlossen und die Milliarde ist da, dann wird es auch ausgegeben. Und wenn es nicht reicht, werden es halt 2. Weil es ist ja auch im Aufsichtsrat so beschlossen und was sollen die Analysten sagen, wenn das Ganze abgeblasen wird. Also das ist so eine Form, die man aus meiner Sicht hinkriegt, könnte, wenn man anders kommuniziert und wenn wir Führungskräfte haben in Unternehmen, die, das war für mich das, was ich mitgenommen habe aus der Vorbesprechung auch heute Abend, früh billig scheitern. Und das darf aber nicht bedeuten, dass in der Pipeline hinterher nichts mehr drin ist. Und wenn die Pipeline aktiv ist und wenn immer wieder neue Sachen nachkommen, dann wird es sowieso eine ganz andere Kalkulation. Weil für mich ist es eigentlich dann immer so eine Opportunity-Cost-Kalkulation. Und das ist es auch für den Einzelnen. Ja? Also ich habe zum Beispiel Leute in meinem Team, wenn sie an einem Projekt arbeiten, wo sie sehen, dass es wahrscheinlich nicht erfolgreich wird und sie sehen, das nächste kommt, die sagen ja dann auch sofort, vielleicht sollte ich lieber auf dem arbeiten. Das ist ja auch eine persönliche Sache. Irgendwie stehe ich morgens auf und denke, super, diese Sache, die ich hier mache, ist das die beste, höchste Erfüllung meines Lebens? Oder denke ich, ich könnte lieber was anderes machen? Aber das ist diese Entkopplung vom persönlichen Erfolg und dem Projekterfolg. Ich glaube, das haben wir einfach viel zu sehr zusammen gemacht, sodass man dann halt sagen, okay, und dann ist das Projekt gescheitert und dann rollen die Köpfe. Ja, das ist natürlich ein wahnsinnig starker Incentive in die andere Richtung, den man stark bekämpfen muss.
Zu deiner Frage, zu der Offenheit. Also die Offenheit gibt es schon. Ja? Also alle Leute reden über alles und vor allem Ideen werden viel, viel, viel freier geteilt. Ich habe ziemlich viel Startup-Mentoring gemacht und in Europa muss ich manchmal den Startups so richtig aus der Nase ziehen, was überhaupt nur ihre Idee ist, weil sie so eine Angst hatten, dass die irgendjemand klaut. Ja? Keiner klaut Ideen. Ideen sind sowieso irrelevant. 95% ist eh in der Ausführung der Idee und nicht in der Idee selber. Aber jetzt zum Beispiel Code mitnehmen, geht eigentlich nicht. Ja? Also da gibt es gerade einen ziemlich hochprofilierten Sache, wo Waymo einen früheren Mitarbeiter verklagt und das ist eindeutig nicht okay. Seine Erfahrungen kann man natürlich mitnehmen, aber auch da bin ich kriege ja viele Leute, die aus anderen Firmen zu mir kommen, oft vorsichtig, weil auch Know-how ist ja auch Intellectual Property, die wir dann nicht einfach nehmen können. Dann mache ich lieber eine Lizenz mit der Uni oder mit der anderen Firma, sodass wir das ganz klar geregelt haben. So, nächste Frage. Da ist eine, da und da, sagen wir mal so. Die hätten sie viel früher aufmachen sollen. Vielen Dank. Alice Nest Power. Ich weiß nicht. Wo, an wen sollte man das geben? Ja, bitte. Es bezieht sich nochmal auf das frühe und billige Scheitern. Das ist natürlich eine tolle Sache. Da ist aber immer wieder die Frage, wann steigt man denn eigentlich ein in ein Projekt? Und das ist die erste Frage, wann steigt denn X eigentlich ein in ein Projekt? Also das heißt, wann würden Sie sagen, das unterstützen wir auf jeden Fall bei uns im Team? Und umgekehrt sehe ich aber eine ganz starke Differenz zu deutschen Unternehmen, bis sie dann wirklich mal ein Innovationsprojekt auch aufnehmen und annehmen. Das merkt man sehr stark immer in der Zusammenarbeit mit Startups. Dauert es wahnsinnig lange. Also das heißt, dieser Anbahnungsprozess, der ist so lang. Ein Startup ist im Zweifelsfall dann schon gescheitert, wenn da überhaupt mal eine Zusammenarbeit entstanden ist. Und naja, dann wird es halt doppelt schwierig, billig zu scheitern an der Stelle. Und da die erste Frage eben, wann okay. steigt X ein? So, eine Frage und Sie waren und Sie, ja. Ja, von Arnim, in meiner Brust schlagen so die zwei Herzen der Maschinenbau, der die Halle in Dortmund liebt, wo es nach Öl riecht, und auf der anderen Seite der Berliner Entrepreneur. Ich frage Sie, Herr Klinger, und Obi, Sie hatten ja schon so ein bisschen gesagt, in Berlin die Startup-Szene, ich sage mal so gehässig, das ist momentan noch Apps und Zalando irgendwie für Hundehalsbänder. Das ist natürlich für den Mittelständler, der jetzt im Schwäbischen sitzt, im Maschinenbau ist, der sagt, was soll ich damit? Und das ist ein bisschen meine Frage an Sie, Herr Klinger, in Ihrer Recherche für Ihr Buch. Haben Sie in Deutschland diese Ingenieur-Entrepreneur-Vorbilder erlebt? Es ist ein Elon Musk, das ist ein Jeff Bezos, der jetzt auch zum Mars fliegen will. Das ist Larry Page. Also das Ingenieure sind, die Nerds, die jetzt aber die großen Vorbilder sind und nicht die ehemaligen Investmentbanker. Also sehen Sie die in Deutschland oder haben Sie da Hoffnung, dass die kommen? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage an Obi und Sie. Wir haben ja großartige universitäre Forschung und wir bemühen uns irgendwie über Exist-Förderung und so weiter, diese Förderung, auch technologische Start-ups entstehen zu lassen. Mein Eindruck ist ein bisschen, ich bin selber Ingenieur, dass diese Beschleunigung, ja, also außer universitären Forschung, selbst wenn ich dann Fördergelder habe, dann wirklich auf diesen Start-up-Pace zu kommen und eben dieses Frühscheitern und also diese richtige Geschwindigkeit, das Rotieren, dass wir das noch nicht hinkriegen. Und vielleicht haben Sie da noch einen Tipp, außer dass man eben in Google X auch nach Deutschland holt. Oder Sie auch nach Kalifornien kommen. Okay, also okay. Können Sie dem Mikrofon diesem Herrn geben und dann. Ich kann mir gar nicht so viele merken. Wie können Sie das? Gott, bitte. Wolfgang Kautz, Sie werden gleich merken, dass ich eigentlich Bürokrat bin und schon im Ruhestand. Was mir irgendwie fehlt, ich bewundere Sie sehr, aber wenn Sie wissen, dass es in Deutschland ein TAB gibt, ein Technikfolgenabschätzungsbüro beim Bundestag, wenn Sie sagen, ich habe mir das Wort aufgeschrieben, wir überlegen uns, was global relevant ist, und dann sagen Sie, wir machen Drohnenentwicklung. Ich könnte mir vorstellen, in Deutschland wäre sehr schnell eine Diskussion, Dual Use, militärische Forschung. Die Frage ist an Sie, haben Sie auch eine Ethik bei Ihren Überlegungen oder wird einfach was gemacht, weil es machbar ist? Okay, gute Frage. Wer will anfangen?
Ich mach die Ingenieure mal ganz kurz, okay. Also einfach. Ganz kurz. Ganz kurz. Also ich meine, jeder von euch, jeder von Ihnen hat doch den Lieblingsgeek in Deutschland. Das sind doch die Weltmarktführer, die ingenieursgetrieben sind. Wer Herrn Mennekes kennt, der da im Ostwestfälischen sitzt, kein Stecker in der Welt, der nicht aus Ostwestfalen kommt. Ja? Und der Typ lebt das jeden Tag. Tunnels, egal wo man in der Welt hinkommt, der Herr Herrenknecht war schon da, die Welt ist untertunnelt von Herrn Herrenknecht, ob das die U-Bahnen in Singapur sind oder in Riad oder der St. Gotthard-Tunnel. Was ich da halt nur sehe, ist, das sind Unternehmer, die haben, oft ist es ja wirklich noch die erste Generation, die haben das gegründet. Und jetzt wird dann immer weiter optimiert, der Stecker noch mal weiter optimiert. Das sind dann eben diejenigen, die im Laufe ihres Lebens wirklich, da wird die letzte Schraube optimiert und noch mal und wirklich ganz feinteilig, was ja auch wirklich toll ist. Aber die nächste Generation von Entwicklungen kommt dann vielleicht woanders her. Also wir haben die Leute und die sind so erfolgreich, weil sie mal Moonshots gemacht haben. Und wir kriegen es in diesen Unternehmen nicht immerhin aus dem Moonshot, der dann sich verselbstständigt hat und Flughöhe angenommen hat und dann immer wieder schön Benzin nachgegossen wird und auch erfolgreich ist, auf die nächste Flughöhe zu kommen. So, und das sind die Deutschen, ist aus meiner Sicht das Problem des deutschen Mittelstandes. Aber ich würde mal sagen, das ist ein Problem, um trotzdem die Welt uns noch beneidet, weil die produzieren wenigstens was. Also ich hatte eine Frage, wie fangen wir Projekte an? Ja. Früher war das total unorganisiert. Also es gab halt irgendwelche Ideen. Das war wie so eine Primordial Soup, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, so wie die Ursuppe, wo dann irgendwann plötzlich was rauskam. Und mittlerweile sind wir ein bisschen organisierter geworden und das hat zum Teil was damit zu tun, was die letzte Frage jetzt hier war von dem Herrn, so machen wir die Technik nur um der Technik willen. Ja? Und mittlerweile sind wir halt, also für mich ist eine der Kriterien, ob ein Projekt in meine Gruppe kommt, in Foundry, ist, lösen wir wirklich ein Problem damit. Also entweder wir fangen mit dem Problem an, idealerweise fangen wir an mit der Definition des Problems und sagen dann, welche Technik kann man darauf anwenden, um es zu lösen. Ja? Oder wenn wir mit der Technik anfangen, dass wir dann sehr schnell uns die Applikationsbereiche suchen und wenn wir keinen finden, dann stampfen wir es wieder ein. Also schon in dieser ersten Phase in Rapid Eval. Und Rapid Eval ist sehr experimentell, sehr schnell, also unter einem Jahr. Sonst, da ist dann wirklich so eine Sanduhr. Das heißt, wenn die haben zwei Phasen. Die erste ist ungefähr 3 Monate, die zweite ist nochmal 9. Und wenn es dann vorbei ist und die haben es nicht weitergebracht, dann geht es auch irgendwie wieder ein. Und in Foundry setzen wir auch diese Uhr bewusst ein. Am Anfang habe ich gesagt 1 Jahr, weil das so ein überschaubarer Horizont ist. Dann einige Teams haben gleich von Anfang an 18 Monate verhandelt, aber halt nicht 5 Jahre. Und das machen wir ganz bewusst, halt um so ein bisschen diesen Startup-Druck. Der Startup hat den Druck, weil irgendwann das Geld ausgeht. Ja? Und wie kann ich diesen Druck kreieren halt intern? Das war halt so ein Zeitlimit. Und das begrenzt natürlich auch das Geld. Zu einem gewissen Menge, weil so schnell kann man gar nicht Leute einstellen, so schnell kann man gar nicht bauen. Und wir haben Kriterien für Projekte machen, haben wir auch ein bisschen besser definiert. Also einmal halt, es muss wirklich ein Problem lösen. Es muss schon bahnbrechende Technologie sein, also irgendwie so ein Durchbruch, weil wir halt an der Optimierung nicht so gut sind. Also ich hatte zum Beispiel ein Projekt, wo wir dann nach 6 bis 9 Monaten gemerkt haben, da geht es eigentlich eher um Optimierung und die gehen jetzt raus aus der Gruppe als ein unabhängiger Startup. Also ich kann noch nicht darüber reden, weil sie gerade noch in den Verhandlungen sind, aber ich hoffe, dass in 2 Monaten das also als unabhängige Firma rausgeht. Und dann manche andere Kriterien sind auch so ein bisschen so, was können wir gut? Ja? Also wir sind gut in dieser Kombination zum Beispiel zwischen Software und Hardware, Machine Learning. Das heißt, es gibt so, wir fangen zwar auch immer wieder neue Gebiete an, aber ein paar von unseren Stärken würden wir halt doch gerne einsetzen. Und die Ethik? Und die Ethik, ja. Also das Erste daran ist, dass nein, wir wollen auf keinen Fall nur Technologie machen, weil das cool ist. Ja? Und einige von den frühzeitigen Projekten, also zum Beispiel Google Glass, fiel eigentlich eher in diese
Kategorie. Ja? Das war wahnsinnig interessante Technologie, das so klein zu machen. Die Optik war winzig, die Elektronik war winzig. Es war eine wahnsinnstechnische Herausforderung, wo dann ewig viele Ingenieure dran gearbeitet haben und nicht genug Produktmanager. Das heißt, die haben eigentlich nicht früh genug sich die Frage gestellt, wofür ist das eigentlich? Und dann hat sich herausgestellt, dass es im Business-to-Business-Bereich schon Anwendungsbereiche gibt. Also wenn man zum Beispiel ein Ölingenieur ist und seine Hände da irgendwie da am Reparieren in so einer Ölsache drin hat, wenn man dann sagen kann, okay, Glas, mach eine Videokonferenz mit Sally im Büro. Das war super hilfreich für die. Aber für Konsumenten war es eigentlich nicht. War es nicht hilfreich genug, um diese komische Brille zu tragen. Und das heißt, das ist also eine ganz klare Sache. Also ich will nicht Technologieprojekte anfangen, wo die Technologie einfach cool ist. Und die andere Sache ist, wir machen uns sehr schon Gedanken auch über, was sind die Auswirkungen. Also bei den Drohnen ist zum Beispiel ganz praktische Sachen wie, die sind laut. Ja? Also wollen wir überhaupt, dass da irgendwie so eine Drohne unsere Straße runterfährt und einen Wahnsinnslärm macht? Das kann man dann den Ingenieuren zurückgeben als ein Problem, denn es stellt sich raus, wenn man die Rotoren verändert, kann man sie auch leiser machen. Ja? Wir haben 3 Roboterprojekte, die wir geerbt haben. Das waren also Akquisitionen, die Google gemacht hat und die landeten dann bei X, wo wir ganz klar sehen, also wenn die Automation weiterschreitet, dann werden immer mehr Jobs weggehen. Heute Nachmittag war der Chef von KUKA, also von diesem tollen mittelständischen Unternehmen. Ja. Und alle, die sich in dem Bereich arbeiten, denken natürlich darüber nach, irgendwie, was passiert dann. Ja. Und da war auch eine Soziologin in dem Gespräch, die halt gesagt hat, okay, wir sollten nicht erst warten, bis irgendwie der Müllabfuhrroboter den Müllabfuhrmensch ersetzt, sondern wir sollten jetzt darüber nachdenken, irgendwie, wie können die Leute überhaupt damit umgehen, oder dass man zum Beispiel nicht sagt, okay, ich habe nur einen Job für den Rest meines Lebens, sondern dass ich auch den Job verändere. Wie können Leute dazu überhaupt Mut haben, ja, ihre eigene Karriere zu managen? Ja? Das ist ja irgendwie so ein bisschen so ein Elite-Ding, dass man seine Karriere managen, und das müssen in der Zukunft wahrscheinlich alle Leute machen. Wir haben immer wieder damit gespielt, also sollen wir zum Beispiel einen Ethiker einladen. Also ich habe eine ganz tolle Ethikprofessorin kennengelernt bei Falling Walls, die sehr viel so Bioethik macht, und die Biotechnologiefirmen haben sich halt da schon viel weiterentwickelt. Ja, da kann man sicher viele Sachen von denen lernen, wie man das wieder übertragen kann. So, ich würde sagen, eine letzte Runde vielleicht. Also der Herr da hinten. Die beiden hier in der vorderen Reihe, war jemand hier auf dieser Seite? Vielleicht nicht unbedingt. Und Sie? Ja, genau, meine Frage, also Innovation wird ja auch vor allem viel getragen und getrieben durch Überzeugung. Und wie läuft das, also wie kriegt ihr das so praktisch institutionalisiert? Weil Airbnb, Twitter hat ja auch die ersten 1,5 Jahre überhaupt nicht funktioniert. Die haben ja weitergemacht, weil sie daran geglaubt haben. Mhm. Und wie läuft das dann ab bei so einer Ausgründung? Also lassen die dann die Leute ziehen? Mhm. Und die dann bleiben müssen, sind die dann happy? Also man verliebt sich dann ja auch in solche Projekte. Und wie läuft sowas dann überhaupt ab? Ja, okay, Happiness Index. Die beiden. Ja, Jens Schröder, PM Magazin. Eine Frage an Frau Felten. Wie fließend oder wie offen sind die Grenzen der Technologie, wo Sie sich an Projekte wagen? Also zum Beispiel Biotechnologie ist ja ein sehr heißes Feld, wo es auch wirklich viele Moonshot-Möglichkeiten gibt, und viele Anwendungsmöglichkeiten haben wir durchaus auch eine Grenzfläche zu dem, was Sie machen. Also Benzin bei Foghorn zu machen aus Meerwasser, man könnte auch sagen, es ist ein kleiner Schritt zu sagen, gut, wir machen ein Projekt Benzin aus Bakterien, aus synthetisch hergestellten Bakterien. Ist das etwas, wo Sie theoretisch auch reingehen könnten, oder ziehen Sie da eine Grenze zu dieser Wet Technology? Und also next to you. Moin, Andy Holtfreier, mein Name. Auch eine Frage an Frau Felten. Wie legt ihr fest, was große Probleme sind? Also ich habe eine Zeit lang in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit gearbeitet, und da habe ich viele Probleme gesehen. Und bislang ist nie so etwas aus Richtung Silicon Valley gekommen, was da irgendwie Lösungen anbietet. Ich habe vor kurzem in Berlin eins getroffen, Coolio, was dem sich so ein bisschen widmet. Also meine
eine Lösung für ein richtiges Problem, also reales Problem, in Anführungsstrichen. Was machen die? Wie bitte? Was machen die? Das sind Kühlschränke. Klingt ziemlich simpel. Das sind Kühlschränke, die über Wärmewasser funktionieren und damit beispielsweise dafür sorgen, dass Medikamente gekühlt werden, gerade auf Transporten. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Sache in Krisenregionen beispielsweise. Dankeschön. Und Sie als Letzte. Tobias Haug, mein Name. Mich würde interessieren, vor dem Hintergrund, dass Google dafür bekannt ist, 20% der Zeit von Mitarbeitern freizulassen, damit diese eigene Projekte verfolgen können, inwieweit das auch für X relevant ist und war, also auch bei der Generation von neuen Ideen und Generierung und inwieweit es wichtig ist, dass für solche Projekte Mitarbeiter angeworben und aus ihrem bisherigen Arbeitsleben rausgezogen werden müssen. Oder ob man, also auch vor dem Hintergrund deutscher Konzerne und deutscher Forschungsabteilungen, nicht vielleicht auch aus bestehenden Forschungs- und Entwicklungsstrukturen solche innovativen Inkubatoren aufbauen kann. Okay, dann fange ich, fang ich jetzt mal an. Also die erste Frage, da ging es um Überzeugung, wie lange bin ich überzeugt und wie lange bleibe ich als Mensch bei dem Projekt oder gehen zu einem anderen. Wir geben den Leuten die Wahl. Ja, also meine erste Frage zum Beispiel, wenn wir sagen, okay, soll das jetzt eine Ausgründung werden, ist die erste Frage immer, und wer vom Team will da gehen? Ja, denn wenn das Team nicht davon selbst überzeugt ist, dann kann ich mir die Zeit auch sparen. Und das habe ich ziemlich bitter erfahren, weil ich habe letztes Jahr versucht, eine Ausgründung zu tun. Da war das ganze Team total begeistert von ihrem Projekt, solange das bei X war. In dem Moment, wo wir gesagt haben, wollt ihr ein unabhängiger Startup sein, sind sie alle abgesprungen. Ja? Das heißt, das ist jetzt immer meine erste Frage. Und das ist völlig okay. Manche Leute sagen halt, irgendwie, ich bin jetzt in einem Lebenszeitalter oder bin risikofreudiger und so weiter. Richtiges Startup-Leben ist nicht für alle. Wir haben ja sozusagen so eine Version vom Startup-Leben bei uns. Ja. Aber auch innerhalb von X geben wir den Leuten auch die Wahl. Also wenn zum Beispiel ich kriege meistens von Rapid Eval einen Ingenieur, der weiterkommt und dann bei Foundry das weitermacht. Und ich gebe meinen Foundry-Teams die Wahl, wenn die dann graduieren zu einem unabhängigen X-Projekt, nennen wir das. Also wenn sie nicht mehr in meiner Gruppe sind, sondern unabhängig werden innerhalb von X, können die sich das auch aussuchen. Und da gibt es so einen Recycling-Prozess, dass halt manche Leute sagen, wir arbeiten lieber an den Frühphasen und gehen dann wieder zurück und machen das nächste Projekt, was für mich sehr gut ist, weil wir dann nicht immer alles mal wieder neu lernen müssen. Ne? Aber es gibt halt auch Leute, die sagen, Project Loon, das ist meine absolute Lebensbegeisterung und da bleibe ich jetzt und dann gehen die weiter. Das ändert sich aber sogar schon bei X, also in diesem Prozess von, weiß nicht, 5 bis 8 Jahren, sind natürlich die Leute, die man am Ende von diesem Prozess braucht, die jetzt Waymo braucht, wo die auf den Markt zugehen, sind ganz andere Leute, zum Beispiel nicht Ingenieure, die jetzt irgendwie absolutes Blue Sky Design Thinking machen, sondern halt eben Leute, die dann in der Optimierung sind und die wirklich dafür sorgen, dass der Ballon jedes Mal richtig startet und dass das Auto halt eben sicher genug ist. Ja. Das heißt, da gibt es schon ein bisschen so ein Spread, aber ich würde sagen, die überlappen dann. Und die Leute sortieren sich dann auch selber in diese unterschiedlichen Gruppen. Grenzen gibt es keine. Also das Einzige, was wir nicht machen würden, wäre Militärforschung. Biotech hatten wir schon und die ganzen Gesundheitsprojekte sind dann ausgegangen in eine eigene Firma Verily vor 1,5 Jahren ungefähr. Aber ich habe jetzt wieder ein neues Biotech-Projekt in meiner Gruppe. Wir haben das Verily angeboten und die haben gesagt, nee, das ist irgendwie viel zu verrückt, macht ihr mal. Aber das kann ich leider noch nicht sagen. Aber es kann sein, dass zum Beispiel dass das dann zu denen graduaten würde, dass wir es nicht unbedingt mal X weitermachen würden. Für mich ist die ganze Bio-Sache also ein neues Feld. Das heißt, ich muss wieder was total Neues lernen, was sehr spannend ist. Wie wissen wir, was die großen Probleme sind? Ich habe genau diese Frage auch gestellt vor einem Jahr und wir haben uns alle möglichen Listen angeschaut. Und die beste Liste, die wir gefunden haben, ist eigentlich von der UN. Die hießen Millennial Goals. Ich glaube, mittlerweile heißen sie irgendwas anderes. Aber Development Goals, die jetzt anders heißen. Ja, die heißen jetzt irgendwie anders aber und sind nicht mehr so dritte Welt bezogen, sondern halt wirklich, was sind die großen Probleme der Welt?
Und dann haben wir einen Survey rumgeschickt unter allen Exern, ganz basisdemokratisch, und haben gesagt, die sollen wählen. Und die zwei, die rauskamen ganz oben, waren Klimawandel und Food and Agriculture, also Essen und Zukunft der, wie sagt man, Ackerbau? Landwirtschaft. Landwirtschaft. Ackerbau ist ein bisschen und weiter Viehzucht, zurück. Ja. Ackerbau und Viehzucht. Ja, aber es ist wirklich Ackerbau und Viehzucht. Ja? Also wenn wir die nächste Milliarde Menschen auch Fleisch essen will, dann können wir das nicht mit den Methoden haben, die wir jetzt haben. Also dann geht der Planet ganz bestimmt kaputt, weil jetzt schon irgendwie, ich glaube, die Emissionen von Kühen sind irgendwie 30% von Kohlendioxid. Und Klimawandel ist für mich persönlich, ich bin dadurch, dass ich in Deutschland aufgewachsen ist, wo man halt schon in den 80er Jahren gewusst hat, dass es irgendwann wichtig wird, in Amerika hat es ja noch ein bisschen länger gedauert, für mich ein großes Thema. Und das ist natürlich genau eins von den Themen, die man nur in der Zusammenarbeit schaffen kann. Ja? Also da müssen Technikfirmen, andere Firmen, Politiker und Regulationsbehörden eigentlich zusammenarbeiten. Wir können die Technik bauen, aber oft scheitert die Technik halt eben wie Foghorn daran, dass es alles heute noch so teuer ist, wenn das Kohlendioxid keinen Wert hat oder zu wenig Wert hat. Also, weiß nicht, $10 pro Tonne ist es halt eben nicht, sondern es ist halt eben $300 pro Tonne. Und dann 20% Zeit. Der interne Witz war immer, dass es eigentlich keine 20% Zeit war, sondern 120% Zeit. Das heißt, man hat immer seinen normalen Job gemacht und hat es trotzdem noch gemacht. Ich hatte immer 20% Projekte und habe auch immer das in meinen Teams sehr gefördert. Für mich geht es eigentlich nicht um die Zeit, also es ist jetzt nicht so, dass es ein Tag in der Woche ist, wo man wirklich dann die Zeit damit in so einem Alternativprojekt, sondern dass dein Manager sagt, es ist okay, wenn du dich mit was beschäftigst, was nichts mit deinem normalen Job zu tun hat. Ja? Das ist einfach diese Bandbreite von anderen Ideen, wo man auch mal was risikoloser ausprobieren kann. Ja? Also ich habe zum Beispiel oft Leute in meinem Team gehabt, die gesagt haben, okay, ich mache jetzt ein 20%-Projekt in einem Bereich, den ich noch nicht kenne. Also ich hatte zum Beispiel eine Frau, die im Marketing, die hatte noch nie mit Agenturen gearbeitet und wollte gerne lernen, wie man das macht. Und dann hat sie so eine Analyse gemacht, wo sie irgendwie zu unseren ganzen Agenturen gegangen ist und hat gesagt, so, was können wir besser machen? Erklärt uns doch mal, wie man besser mit einer Agentur arbeitet. Die waren alle so, Halleluja, endlich können wir denen das mal beibringen. Und das heißt, sie hat das dann gelernt, sozusagen über dieses 20%-Projekt. Und sie war der Privacy Manager, ja? Sie war Marketing für Privacy, hat sie gemacht, wo wir nie irgendwelche Kampagnen gemacht haben. Und dann ist dieses Thema Privacy plötzlich absolut explodiert und sie musste innerhalb von 2 Monaten eine flächendeckende Education-Kampagne über Privacy hinstellen, was sie dann, und sie hat sehr effektiv mit den Agenturen zusammengearbeitet, weil sie dieses 20% korrekt hatte. Bei Google haben sie es immer noch, aber haben mittlerweile auch ein Projekt, das heißt Area 120, was genau die Idee ist, dass man seine 20% Idee umwandelt in ein Vollzeitprojekt. Und das ist so ein bisschen wie ein Incubator, das läuft eigentlich wie bei Y Combinator. Das heißt, da gibt es einen Pitch-Prozess und die kriegen dann 6 Monate Zeit, an der Idee zu arbeiten. Bei uns ist es noch relativ informell, es gibt aber viel so... es gibt auch eine ganze Menge 20%-Projekte, zum Beispiel, dass Leute, die jetzt, weiß nicht, bei Loon arbeiten, sagen, wir haben eine Idee und wir arbeiten jetzt 20% im Rapid Eval-Team, um diese Idee weiterzutreiben. Und externe in der Entwicklungsabteilung, müssen die externen hinzukommen oder werden auch innerhalb von X-Projekten so gewechselt, dass dann sozusagen große Teile des Projektteams innerhalb von Google oder X bleiben? Wir arbeiten schon auch viel mit externen zusammen. Also ich habe ein Projekt, wo ich immer Witze mache mit dem Hauptingenieur, dass er seine gesamte Engineering im ganzen ersten Jahr outgesourced hat. Und er hat es ganz bewusst gemacht, weil das natürlich eine Möglichkeit war, billig zu lernen, weil unsere Leute sind ziemlich teuer. In Silicon Valley zu sitzen war teurer, als eine Ingenieurfirma in New Hampshire einzustellen, was er gemacht hat. Und dann, aber es ist halt immer in der Kombination. Also wir können nicht alles outsourcen am Anfang. Manchmal kommen die Leute zu uns, wir haben Professoren oder Postdocs, die auf Secondment kommen und nur eine Weile bei uns sind und dann wieder zurückgehen in die Uni, das funktioniert auch sehr gut. Sie hatten Ihre Hand gehoben jetzt. Bitte, bitte. Können Sie bitte auf dem Mikrofon warten?
und sagen, wer Sie sind. Dankeschön. Sie gaben so für das für mich sehr eindrucksvolle Beispiel des Trauerns und haben das ja auch etwas näher erläutert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieser Impuls von Ihnen kam. Das fand ich sehr bemerkenswert. Mir fiel ein, nachdem Sie das Beispiel mit den Ingenieuren brachten, vor denen Sie standen, als Philosophin, wie würden Sie sich das umgekehrt in Deutschland vorstellen, wenn man Sie einem Team von Ingenieuren präsentieren würde und Sie ihnen erklären, ich leite Sie jetzt? Und unter der Summe dieser beiden Aspekte, die ich nochmal so in Erinnerung rufe, die eigentliche Frage, wie sind Ihre Erfahrungen, denn Sie haben sehr viel über Denken gesprochen, Denken in Unternehmenszusammenhängen. Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem unternehmerischen Fühlen in Amerika im Vergleich zu Deutschland? Also irgendwie gehört das alles für mich zusammen. Mhm. Vielleicht kommt es bei Ihnen so an, dass Sie etwas dazu sagen können. Danke. Okay. Dia war natürlich nicht meine Idee. Es ist fast nichts meine Idee. Das kam von zwei Latinas aus meinem Team. Also bei denen, und das ist halt einer der Grund. Deswegen, wenn man verschiedene Leute im Team hat, die haben Ideen. Für die war das absolut ein Teil von ihrer Kultur. Und die eine, Gina heißt sie, die ist Puerto Ricanerin, die hat in ihren ersten 2 Monaten ist sie im ganzen Team rumgegangen und hat mit den Leuten geredet. Und dann kam sie zu mir zurück und sie hat gesagt, da ist so viel aufgestaute Trauer, wir müssen da was machen. Wir feiern jetzt jeder, das macht das. Und das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe ihnen Rückendeckung gegeben, weil natürlich am Anfang alle dachten, das ist eine total bekloppte Idee. Und auch an dem Tag hatte sie noch richtig Sorgen, kommt da überhaupt jemand? Ja? Und deswegen hatte sie einen Trommlerzug, die dann durch das Gebäude liefen und das Trommeln war wirklich wie so ein Herzschlag und der hat sich die Leute reingezogen. Und unser Team Foundry waren die, die am Anfang waren und dann war das wirklich wie beim Rattenfänger von Hameln, dass dann immer mehr Leute und am Ende waren es wirklich, also ich glaube fast die Hälfte des Teams kam zu diesem Event und haben hinterher halt alle gesagt, wie wichtig es ist und so weiter und jetzt wird es eine jährliche Tradition. Aber das war sie und die gesagt hat, wir probieren das jetzt einfach mal aus und schauen, ob wir auf diese emotionale Ebene kommen können mit diesen ganzen sehr rationalen Ingenieuren. Und es hat extrem gut funktioniert. Die Philosophie hilft mir sehr viel, vor allem Logik. Ich kann sehr gut argumentieren. Ich bin im Akademikerhaushalt aufgewachsen, wo meine Freunde immer gesagt haben, das ist ja wie Krieg bei euch am Abendbrottisch, alle streiten sich wahnsinnig viel und deswegen kann ich diese Argumentation halt eben sehr gut und mit Daten und Fakten zu argumentieren. Das heißt, ich sage eigentlich immer, dass mir die Philosophie mehr bringt in meinem Job als die Psychologie. Aber natürlich die Psychologie, also dieses Interesse an irgendwie, wie funktionieren überhaupt Menschen, helfen mir jetzt natürlich schon. Ne? Deswegen denke ich halt eben viel darüber nach, irgendwie wie kann man überhaupt so ein Team gestalten und wie kann ich irgendwie führen, wenn ich eigentlich gar nicht richtig führen kann und so weiter. Wäre das anders, wenn ich vor deutschen Ingenieuren gestanden hätte? Glaube ich nicht. Die amerikanischen fanden es genauso blöd. Und das ist, glaube ich, auch dann nochmal eine Männer-Frauen-Sache auch. Aha. Dass die Frauen dann ab und zu ein bisschen offener sind dafür, was anderes zu haben. Oder von jemand geführt zu werden, der nicht so aussieht wie sie. Ja? Das ist für die Männer halt immer noch ein bisschen schwieriger. Und genauso stellen die Frauen auch eher Leute ein, die nicht so aussehen wie sie, als die Männer. Ein letzter Gedanke vielleicht, Markus? Ich habe gerade so überlegt, ich bin jetzt, glaube ich, in der 4. Phase, was mein Verhältnis zu Google oder X angeht. Die erste war so böse, ne? Also ganz böse, schon ein paar Jahre her. Die zweite war, wie machen die das eigentlich? So die dritte, wie könnten wir das hier nach Deutschland bringen? Also das war vielleicht bis heute so. Also, und die vierte ist ja eigentlich nicht, wie könnte man das noch nach Deutschland bringen, sondern wie könnten wir euch nach Deutschland bringen? Und zwar noch viel mehr, weil ich einfach glaube, dass ihr mit euren Ansätzen einen Pull auch in Deutschland hinbekommen könntet, der viel aus den Universitäten, aus den Köpfen rausholt, was wir vielleicht, also nicht nur ihr, aber ich könnte mir eben vorstellen, das wäre eine tolle Sache. So, das sind meine 4 Phasen. Man entwickelt sich ja auch weiter.
Und ich nehme das Privileg ein, also den Herrn Erich Ziegst zu zitieren, obwohl er einer der Älteren war, mit denen Sie gesprochen haben, glaube ich, der Älteste, hat er, glaube ich, einen ganz guten Gedanke für mit auf den Weg. Das Einzige, was die Technik nicht erreicht, ist, dass wir dadurch zu besseren Menschen werden. Das müssen wir selber machen, alles andere überlassen wir Google und X und Moonshots und ein bisschen Piecemeal-Arbeit. Vielen Dank, Sie waren eine tolle Gruppe hier und können Sie bitte unseren Panelisten danken mit Applaus. Einen großen Dank noch an Annette Rupp, deren tolle Idee es war, diesen Abend zu machen. Ja, vielen Dank.